Artemis wurde mit dem Schule-Wirtschaftspreis ausgezeichnet. Dabei haben wir den dritten Platz in der Kategorie Schule-Wirtschaft-Starter belegt. Der Schule-Wirtschaftspreis zeichnet Unternehmen aus, die sich im besonderen Engagement einsetzen für den Übergang in die Berufswelt von Kindern und Jugendlichen. In diesem Zusammenhang hat uns heute der Bundestagsabgeordnete Michael Thees besucht, um uns auch nochmal ganz herzlich zu gratulieren. Und zu dem Termin sind auch noch dazu gekommen die Schulleiterinnen und Schulleiter der Schulen, mit denen wir schon erfolgreich Projekte umgesetzt haben, um Kindern und Jugendlichen halt die Themen Digitalisierung und Programmierung zu vermitteln auf eine spielerische und schöne und kreative Art und Weise. Also erstmal freue ich mich natürlich immer, wenn Unternehmen aus meinem Wahlkreis ausgezeichnet werden. Und hier findet ja jetzt eine ganz praktische Zusammenarbeit zwischen einem technischen Unternehmen, ja, und Schulen statt. Und das finde ich eine ganz tolle Verbindung, weil ich finde es immer gut, wenn Praxis sozusagen in den Schulen auch gelebt wird. Und hier ist das erfolgreich ausgezeichnet worden. Da freue ich mich drüber und gratuliere natürlich auch recht herzlich. Ja, besonders gelungen fand ich an der Veranstaltung eigentlich, dass nachdem wir das Engagement vorgestellt hatten, nochmal wirklich alle zusammen diskutiert haben. Ja, also Vertreter von der Schule, Vertreter von Artemis, Vertreter von der Politik. Wir haben alle möglichen Ideen, Wünsche und Pläne für neue Projekte ausdiskutiert und das war wirklich sehr schön. Und aus meiner Sicht ist es auch ein essentieller Punkt, um langfristig unser Ziel erreichen zu können, halt die Programmierung in den Unterricht als festen Bestandteil integrieren zu können. Nicht nur einmal Geld ausgeben für ein Projekt, sondern langfristig solche Dinge anschieben und sagen, wir wollen Digitalisierung voranbringen, wir wollen ein Gespür dafür haben, was die Zukunftsthemen wirklich sind. Und das findet dann eben auch in der Schule statt. Dafür braucht man aber auch entsprechende Mittel. Ja, wir möchten unser Engagement natürlich weiter ausbauen, denn es ist wichtig, noch mehr Leute für dieses wichtige Thema zu sensibilisieren. Und in diesem Zusammenhang ist es natürlich auch so, dass man nur gemeinsam solche Projekte stemmen kann und erfolgreich unser Ziel umsetzen kann, das in die Breite zu tragen. Und natürlich freuen wir uns immer gerne über weitere Kontakte, die entstehen und über mehr Möglichkeiten, noch mehr Kindern die Chance zu geben, Digitalisierung und Programmierung spielerisch in der Schule bereits erfahren zu können.